Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Wochenbotschaft der Engel auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Wiebke Gottschalk, ich bin spiritueller Coach und Reiki-Lehrerin und begleite Menschen dabei, ihre spirituellen Talente immer mehr zu entfalten und natürlich in die Entspannung zu kommen, ja, auch mit Yoga. Ja, das ist wirklich so Körper, Seele, Geist. Und wenn du dich dafür interessierst, schau dich auch super gern mal auf meiner Homepage um. Da findest du alle Infos und alle Neuigkeiten. Ja, komm da gerne auch zu Instagram. Da gibt es jeden Tag Tagesbotschaften und da hast du so eine Begleitung auch für jeden Tag. Ja, schön, dass du hier bist. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Meistens ist das kein Zufall. Und ja, genieß die Wochenbotschaft. Wir haben jetzt die Woche vom 8. bis zum 14.7. In dieser Woche gibt es einen einzigen Portaltag. Da gibt es auch ein separates Orakel. Schau dir das auch super gerne an auf meinem Kanal. Und nutze auch die Portaltage immer für dich. Ja, das sind Tage nach dem Maya-Kalender, wo besonders viel Energie immer hier zu uns kommt und wo man super gut auch energetisch arbeiten kann. Und wenn du Themen hast, dann arbeite energetisch an diesen Tagen. Da hast du noch mehr Erfolg, sie aufzulösen, ja, energetische Blockaden. Und ich würde sagen, wir schauen in die Karten. Die Woche wird sehr, sehr spannend, ja, wie ich das schon von den Engeln gehört habe. Energetisch ist im Moment ziemlich viel los. Und wir gucken uns das im Einzelnen an und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, und hier sind die Karten, die ich gelegt habe für uns für die kommende Woche. Und komm erstmal hier in unserem Raum an und erde dich nochmal. Stell die Füße auf den Boden und nimm einen tiefen Atemzug. Schließ deine Augen. Und atme mal ganz tief in deinen Bauch hinein. Und lass mit dem Ausatmen mal alles gehen, was dich heute vielleicht geärgert hat. Ja, was gerade deine aktuelle Herausforderung ist. Und komme ganz im Hier und Jetzt an, damit du alle Informationen für die nächste Woche aufnehmen kannst. Und dann atme nochmal tief ein und halte ganz kurz die Luft an und atme durch den Mund wieder aus. Und dann öffne deine Augen und wir starten rein. Es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten und zwar haben wir auf der linken Seite diesmal den Erzengel Gabriel-Kristall. Ich liebe diesen Kristall auch. Es gibt ja dieses ganze Erzengel-Set, wo alle 12 Erzengel mit drin sind, im Diamanten-Set. Habe ich jetzt nur noch ein paar wenige, da haben schon einige gefragt. Die sind auch leider nicht mehr zu bekommen. Das ist wirklich immer ganz schwierig, die zu bekommen. Ich glaube, 2 oder 3 habe ich noch. Und hier haben wir einen Rosenquarz. Ja, das ist so ein Rohstein. Und entscheide dich einfach ganz aus dem Bauch heraus. Und guck mal, welche Seite für dich heute die stimmigere ist. Manchmal ist es so, dass man sich gar nicht entscheiden kann. Dann hast du von beiden Seiten auch was. Es ist ja ein Kollektivorakel. Denk auch immer daran. Dann hast du vielleicht noch eine Information, die wichtig ist auf der anderen Seite. Das spürt man dann. Und dann fühlt man sich irgendwie zu beiden Seiten hingezogen. Also das kann auch sein. Wenn du eine einzelne Legung haben willst, wo ich nur für dich gucke, dann melde dich gerne. Ja, kannst du über meine Homepage buchen. Und dann bekommst du auch dein Video von mir. Ja, und jetzt legen wir los und wir starten mal mit Thema Liebe. Ich habe hier eine Karte gezogen vom Engel der Liebe-Orakel, Doreen Virtue, vom Allegria Verlag. Ich verlinke euch die Karten alle auch unten drunter. Und hier hast du die Botschaft des Wartens wert. Göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Ja, es kann jetzt sein, dass du schon eine ganze Weile auf etwas gewartet hast. Und hier wird dir auch gesagt, dass das, ja, dass es das wert ist. Ja, dass diese Person es wert ist, dass diese ganze Situation es wert ist. Und wenn du vielleicht ungeduldig bist und jetzt schon kurz vorm Abbrechen von etwas warst, dann warte lieber noch, also diese Woche zumindest, noch mal ab
Und gucke dann, also triff keine voreiligen Entscheidungen. Und du hast dich ja auch für Erzengel Gabriel entschieden und der steht auch immer dafür, dass uns da noch eine Klarheit reinkommt, dass eine Klarheit in Situationen kommt. Und wenn er dich jetzt in dieser Woche begleitet, kann das auch durchaus bedeuten, dass er nochmal die Energien reinigt. Ja, der hat auch eine sehr, sehr stark reinigende Energie. Wenn du mit ihm arbeiten willst, brauchst du ihn auch einfach immer nur zu rufen. Ja, sonst dürfen die Engel nicht eingreifen. Wenn wir sie nicht rufen, das musst du schon tun und ihm von deiner Situation zum Beispiel erzählen. Ja, und dann können die Engel helfen und uns begleiten. Probier es aus für deine Situation. Auf jeden Fall bringt diese Woche uns ein bisschen Klarheit hier auf der linken Seite für deine Situationen. Nicht nur in der Liebe, sondern auch in allen anderen Dingen. Ja? Das steht auch dafür, dass dein Aurafeld mal wieder gereinigt werden sollte oder dass du sehr stark dich auch mal mit Reinigung beschäftigen solltest. Also nicht mit Duschen oder Zähneputzen, sondern es geht hier um die energetische Reinigung. Und da ist auch das Räuchern immer ganz gut. Also räucher deine Aura mal aus, ja, mit Palo Santo zum Beispiel, oder mach eine Aurafeldreinigung. Also es ist wirklich wichtig, dass du darauf achtest, weil du dazu tendierst, Fremdenergien aufzunehmen, wenn es dir mal nicht so gut geht. Ja, und wenn du jetzt diese linke Seite gezogen hast, dann ist das für diese Woche für dich einfach dran. Schau dich da auch gerne auf dem YouTube-Kanal bei mir um. Da findest du auch verschiedene Meditationen oder auch Energiearbeit, die dich da unterstützen können. Ja, dann habe ich die zweite Karte gezogen und das ist das Orakel der himmlischen Fülle. Das ist auch vom Allegria Verlag. Und da hast du die Karte bekommen: Tue, was nötig ist. Es reicht nicht nur zu träumen oder zu beten. Du musst darüber hinaus positive Handlungsschritte vornehmen, die zu nehmen, du göttlich angeleitet bist. Kontinuierliche Beschäftigung mit deinen Prioritäten wird dafür sorgen, dass sie zu einem opulenten Blumengarten erblühen. Ja, guck mal. Ja, also du bist auch in der Woche aufgefordert, etwas zu tun. Ja, nicht nur zurückzulehnen, sondern auch etwas zu tun. Hier in der Liebe hattest du ja auch die Karte, ne, des Wartens wert. Vielleicht musst du da auch aktiv werden, damit die Dinge ins Rollen kommen können. Ja, warum auch immer jetzt bei dir das in der Liebe da stockt und nicht vorwärts geht. Es geht natürlich auch immer um das Tun. Ja, wir dürfen immer aktiv werden und sei da wirklich mutig und geh die nächsten Schritte, die einfach eben dran sind. Das ist immer ganz wichtig und schön. Und tue einfach das, ja. Und da könntest du zum Beispiel auch den Erzengel Gabriel in dieser Woche fragen, ne, was ist der nächste Schritt für mich? Ja, und guck mal, was du da bekommst. Ja, oftmals antworten die über die Träume, aber auch über Gedanken, über Hellwissen. Fühl da mal genau rein und guck mal, wie die geistige Welt dir da antwortet und du wirst Antworten erhalten. Ja, es gibt immer Leute, die auch sagen, nee, ich kann da nichts wahrnehmen. Es geht aber einfach darum, dass du das mal loslässt, diesen Gedanken, ich kann das nicht wahrnehmen, weil wir alle diese Fähigkeiten eben haben und wir bekommen die Antworten, aber wir sind oft zu sehr im Außen und nehmen das gar nicht mehr wahr. Wir haben verlernt, wirklich diese Dinge wahrzunehmen und versuch wieder dahin zurückzukommen, auch über Meditation, immer wieder regelmäßig in die Stille zu gehen. Dann wirst du merken, hast du auch wieder die Verbindung und dann bekommst du auch diese inneren Antworten, um die es hier geht. Ja, und dann hast du auch noch die Sterne von meinen Einhornkarten gezogen, ja. Arbeite mit deiner spirituellen Kraft, deine Wünsche werden wahr werden. Ja, also in der Woche kann sich durchaus auch etwas erfüllen, was du dir erhofft hast. Das kann in jedem Lebensbereich sein, vielleicht auch beruflich, privat. Also ich habe hier das Gefühl, weil die Karte auch von der Liebe war, ne, des Wartens wert, dass hier das auch mit Thema Partnerschaft zu tun haben könnte. Und die Sterne ist ähnlich wie Erzengel Gabriel, die bringen da nochmal so eine Klarheit rein jetzt, ne? Also was gerade deine Herausforderung ist, wirst du wirklich eine Klarheit erhalten. Und die Einhörner rufen dir zu, erwarte stets das Beste und du wirst das Beste erhalten. Zweifle nicht an dir und deinen Fähigkeiten. Sie werden nun auf eine neue Stufe gestellt. Deine Herzenswünsche dürfen in Erfüllung gehen und du bist beschützt. Traue dir mehr zu. Und lass diese Klarheit,
die in dir ist, ein Wegweiser für deine Mitmenschen sein. Ehrliche und klare Kommunikation ist nun möglich. Wunderschöne Zeiten stehen dir bevor. Wow, Gänsehaut, ja. Also das ist wirklich eine ganz schöne, besondere Woche für dich. Sprich die Dinge auch aus. Was ich hier auch so spannend finde, ist die Klarheit in der Kommunikation. Vielleicht hast du dich nicht so klar ausgedrückt in der Vergangenheit. Und versuch mal in der Woche wirklich ganz klar zu sagen, was du denkst und fühlst. Und dann wirst du auch merken, dass da die Dinge einfach wirklich vorwärts gehen. Dann habe ich noch 3 Lenormand-Karten gezogen von meinem Energie-Lennies. Und wir gucken mal, was du da hast. Ich drehe die mal um. Ja, da haben wir den Baum, den Brief und das Kind. Und das Kind steht hier auch wieder für den Neubeginn. Ja, dein Wachstum, dein Neubeginn steht in dieser Woche an. Vielleicht bekommst du auch eine Nachricht, ein Schriftstück. Das kann eine E-Mail sein, das kann natürlich eine WhatsApp sein, wo eben auch dieser Wachstum nochmal beschrieben wird, ja, um was es geht. Ja, es kann sein, dass du da einen Brief bekommst vom Amt vielleicht, wo du lange Zeit drauf gewartet hast. Auf jeden Fall geht es jetzt nach vorne. Und es kommt eine Benachrichtigung vom Amt oder vom Rechtsanwalt oder was jetzt auch längere Zeit nicht war, wenn du auf irgendwas gewartet hast, ist in dieser Woche wirklich Zahltag, sage ich mal. Ja, und dann kannst du in dein Wachstum gehen. Das waren wirklich noch Dinge, die dich an dem Wachstum hier und dem Neubeginn gehindert haben. Und da geht es jetzt wirklich weiter, auch in einer Leichtigkeit. Wenn dir das vorher ein bisschen schwer gefallen ist oder du immer wieder aus der Leichtigkeit rausgefallen bist, ist diese Woche jetzt dafür da, dass du in die Leichtigkeit kommst und dann viel, viel besser und leichter weitergehen kannst und deinen Weg viel leichter gehen kannst, einfach auch die nächsten Schritte erkennst. Vertraue darauf, werde aktiv, wenn es sein muss. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bisher bist du hier das Glückskind. Wir haben das zweite ja noch nicht gesehen, das zweite Orakel. Aber wir werden jetzt schauen, wie es auf der rechten Seite aussieht. Aber hier für links ist es wirklich schon mal eine sehr, sehr positive Woche. Also da kannst du dich freuen, wenn du die linke Seite gewählt hast. Ich mache im Anschluss noch eine kleine Energiearbeit mit dem Atlantis-Stab hier. Kannst du warten oder vorspulen, wie du möchtest. Die kannst du auch während der Woche für dich nutzen, immer mal wieder. Während der Woche nochmal hier zurückkommen auf das Video und wir schauen uns die rechte Seite an. Du hast den Rosenquarz gewählt und da geht es natürlich auch um das Thema Herzchakra. Alles, was mit Rosen und Rosenquarz zu tun hat, geht um Herzöffnung. Und für dich ist diese kommende Woche für die Herzöffnung. Guck mal, ich habe auch so wunderschöne rosa Rosen hier hingestellt, die natürlich auch immer für die Öffnung unseres Herzens auch stehen und uns dabei unterstützen können. Und vielleicht geht es da auch bei dir um ein Thema, wo du dein Herz verschlossen hast. Es geht jedenfalls darum, das Herz zu öffnen. Herzchakra ist in dieser Woche dein Thema. Die Nala ist jetzt auch wach geworden. Wenn hier im Hintergrund du eine Katze hörst, das ist die Nala. Die hat Hunger, der müsste ich jetzt vielleicht erstmal was geben. Und guck wirklich da, wo hast du dich noch verschlossen oder wo bist du da noch verschlossen und öffne dich in dieser Woche für Kommunikation, für Versöhnung, für Aussprachen. Ja, also schau mit Liebe auf deine gerade aktuelle Herausforderung. Das ist das, was ich hier so durchbekomme. Und die erste Karte, wir schauen in das Thema Liebe. Und hier kommt auch, bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Und positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Also denk da auch wirklich positiv, egal in welcher Situation du da gerade bist. Hier sind übrigens auch wieder die rosa Rosen dabei. Das ist echt spannend. Ja, also es geht um diese Herzöffnung, öffne dich für die Situation und vor allem auch öffne dich für dich selber. Ja, es geht ja um dich und dein Herzchakra und guck da nochmal genauer und tiefer hin, warum hast du dich da so verschlossen? Na, das sind meistens so Verletzungen aus der Vergangenheit, Enttäuschungen und guck da nochmal genauer hin, dass du da das Ganze nochmal irgendwo anders in die Heilung bringen kannst. Und dann, ja, kann das auch vorwärts gehen, ja, mit der Herzheilung.
im energetischen Sinne. Dann haben wir die zweite Karte, Orakel der himmlischen Fülle. Und da fällt auch nochmal die Partnerschaft. Also es ist irgendwas Partnerschaftliches. Das ist so spannend. Ne? Allein durch den Rosenquarz schon ist die Karten jetzt hier wieder fallen. Und wieder Rosen. Schau dir das an. Also es ist echt unglaublich. Wieder rosane Rosen. Vielleicht solltest du dir auch so einen Strauß kaufen und in deiner Wohnung aufstellen. Ja, das hilft und unterstützt dich eben auch dabei, das Herz zu öffnen. Und lass zu, dass gesunde, unterstützende berufliche und private Partnerschaften in dein Leben kommen, was zur Folge haben wird, dass alle Beteiligten davon profitieren. Du bekommst Hilfe vom Himmel und von Menschen, die dir die notwendigen Fertigkeiten und Ressourcen mitbringen. Ja, also hier ist auch nochmal angezeigt, ne, Partnerschaft kann auch in dieser Woche im beruflichen Bereich sein. Wenn das dein Thema ist, dann lass dich da auch auf Kooperationen ein, die auch manchmal ganz, ganz wertvoll sein können. Hörst dir zumindest erstmal an, wenn du ein gutes Gefühl dabei hast. Wenn du von Anfang an sagst, nee, das passt irgendwie nicht vom Feeling, dann kannst du es auch sein lassen. Ich kriege hier wirklich so rein, wenn du so ein Gefühl hast, dass sich das gut anfühlt, dann lohnt sich das. Ja? Und auch in der Partnerschaft lohnt sich das, dass du da wirklich... Jetzt, wenn du solo bist zum Beispiel, kann es auch sein, dass du jetzt in dieser Woche jemanden kennenlernen wirst. Oder aber, wenn du in einer Partnerschaft bist, wo es ein bisschen schwierig war, dass da jetzt wirklich gute Gespräche stattfinden können. Ja, dann haben wir die nächste Karte. Das ist die Einhornkarte. Ja, und da ist nochmal der Ring gefallen. Das steht ja auch für Partnerschaften, für Ehe, ne? Für die Unendlichkeit. Also bei dir geht es ganz stark um das Thema Liebe in dieser Woche. Das ist wirklich ganz, ganz eindeutig bei diesen ganzen Karten. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was da noch kommt bei den Lenormand-Karten. Ja? Also verbindliche Begleiter kehren nun zu dir zurück. Auch nochmal hier dieser Hinweis. Es kann auch sein, dass da nochmal jemand aus der Vergangenheit zu dir kommt, zurückkommt. Ja, vielleicht auch partnerschaftlicher Bereich, wo man sich vielleicht wieder sieht und sagt, boah, was ist das? Ja, also da klärt sich irgendwas auch aus der Vergangenheit und auch diese Begegnung mit der Vergangenheit, mit dieser Person, heilt in dir ganz viel, also auch in deinem Herzen. Lass dich da ruhig auf Kommunikation ein und guck dir das genauer an. Und hier wird dir noch gesagt von den Einhornkarten, die inneren Werte werden in der neuen Zeit ganz wichtig werden. Und jede Zeit, jedes Beisammensein ist kostbar. Und du kannst dich auf nachhaltige Freund und Partnerschaften freuen. Also es kann auch sein, dass sich neue Freundschaften dadurch mal bilden. Und sei da wirklich auch offen. Und bei allen Verträgen und Projekten unterstützen dich die Einhörner. Erzähle ihnen jetzt innerlich dein aktuelles Thema und lass es durch den Regenbogen dieses Einhorns fließen. Alles, was du jetzt neu beginnst, steht unter einem guten Stern und ist ganz besonders geschützt. Neue Wege sind dabei ganz wichtig. Ja? Also arbeite auch mit der Einhornenergie und vor allem auch die neuen Wege sind hier angesprochen. Öffne dich für neue Wege, ja. Also denk anders über diese Dinge. Ja, wenn du so Negativgedanken jetzt noch hast zu deinem Partner, zu einer Freundschaft, dann ändere deine Ansicht, ja. Also mach da einfach auch mal was anderes, ja. Wenn du sonst gesagt hättest, nee, ich treffe mich da nicht, dann triff dich mal, ja. Oder mach etwas anders wie bisher. Es ist also definitiv auch so, dass die Karten dir sagen, der Weg, den du bisher gehst oder das, was du immer wieder gleich machst, dann kann natürlich keine Veränderung stattfinden. Du musst etwas anders machen, damit eine Veränderung stattfinden kann. Und dazu rufen dich die Engel hier auf, etwas anders zu machen und dann kann auch Bewegung in die Dinge reinkommen. Ja, manchmal sind wir da so starr, machen immer das Gleiche und denken, dadurch verändert sich was, aber das tut es ja nicht. Ja, und selbst wenn wir ganz klein anfangen mit unserem Denken, das Denken verändern, dann kann ja schon die Tür aufgehen und sich etwas verändern. Ja, also ganz, ganz spannend. Ja, dann haben wir hier noch die Lennys. Und da hast du, da bist du selber gefallen, der Sarg und der Schlüssel. Ja, und da steht alles auf Neubeginn. Ja, deine Person ist vollkommen auf Neubeginn ausgerichtet. Das kann jetzt wirklich auch in der Partnerschaft sein, dass da was komplett Neues kommt oder aber die Partnerschaft sich wie neu anfühlt, ja, was Altes wie neu wird. Und der Erfolg ist dir hier auch sicher. Ja, der Schlüssel zeigt dir auch an, alles, was du da in dieser Woche anpackst, das wird von Erfolg gekrönt sein.
Und trau dir da wirklich auch mehr zu in dieser Woche für Dinge, die du vielleicht sonst nicht so machen würdest oder die du, wo du Angst vor hast. Es ist auch durchaus möglich, dass du jetzt mal dich was trauen solltest in dieser Woche. Ja? Und es findet auch wieder natürlich in diesem Monat meine Energie der Engel statt. Wenn du den Energiekreis schon kennst, dann weißt du es. Und da wechseln jeden Monat die Themen. Und in diesem Monat geht es auch um Schutz und Reinigung deiner Energie. Ja, also gerade wenn du die linke Seite gezogen hast, ist es vielleicht für dich ganz, ganz wichtig. Und es gibt wieder eine wunderschöne Erzengel-Michael-Meditation diesmal. Und auch ein energetisches Werkzeug, einen Kugelschreiber mit Erzengel-Michael-Energien, den du auch nutzen kannst für dein Journaling oder auch für dein für die Aura auch. Ja. Du kannst damit auch in der Aura arbeiten. Generell, wenn du den dabei hast, ist immer perfekt. Auch für Schutz, ja, aber auch für gleichzeitige Reinigung. Und wir haben 5 Tage Energieübertragung. Das Ganze geht am 21. los. Bis zum 25. sind die Energieübertragungen. Aber ab dem Zeitpunkt im Juli, wenn du dich anmeldest, da fließen schon die Energien für dich. Deswegen ist immer gut, sich früh anzumelden. Und da gibt es auch den Frühbucherpreis. Immer vorher, ja, da hatte ich jetzt einen ganz Special-Preis noch am Ende des Monats Juni und dann steigt der Preis zwischendurch immer wieder. Also komm da super gerne dazu, wenn du das mal ausprobieren willst, ja, also die Energien, von den Energien zu profitieren, ist immer wieder schön. Ich liebe diese Energiekreise und gerade, wenn sie eine Meditation und ein Werkzeug haben, das habe ich jetzt die letzten 2 Monate so gemacht. Ich mache das immer so, wie mir das so gesagt wird von der geistigen Welt. Und ja, im Moment ist es einfach dran, dass ich wieder Meditationen aufnehme. Habe ich ja jetzt ein bisschen weniger gemacht die letzten Monate. Aber das kommt jetzt wieder durch, weil die natürlich auch Energiemeditationen sind, die alleine auch durchs Hören schon für dich wirken, ja, in deinem Thema. Und immer wieder neu sich auf deine Situation einstellen. Und das ist das Schöne mit den Engelenergien, die ich da reinfließen lasse, dass es für dich immer eine Wirkung hat, die dich unterstützt, egal wo du gerade stehst. Ja, und jetzt arbeiten wir noch ganz kurz mit dem Atlantis-Stab für diese Woche. Und du kannst jetzt einfach mal deine aktuelle Herausforderung so daran denken. Und ich arbeite hier und wirke da für dich und diese Situation. Also lass die Energien in diese Situation reinfließen und guck jetzt mal, bevor wir starten, wie stark belastet dich dieses Thema jetzt gerade auf einer Skala von 0 bis 10. Ja, 10 ist es belastet mich total und 0 ist es belastet mich gar nicht. Und leg da mal so einen Wert fest, wie das dich gerade belastet, deine aktuelle Herausforderung. Und dann fange ich jetzt mal an zu arbeiten. Und du entspannst dich dabei einfach und bist im vollen Vertrauen, dass die Energien in deine Situation fließen und da für dich wirken dürfen. Atme dabei ganz normal weiter, entspann dich. Entspann dein Gesicht, lass die Schultern weich werden. Deine Gesichtszüge. Schließ deine Augen, wenn du möchtest, und leg deine linke Hand auf dein Herzchakra. Und beobachte deine Gedanken. Und lass alles da sein, was gerade da sein möchte, was sich zeigt über deine Gedanken, über deine Wahrnehmung. Aber bewerte sie nicht. Beobachte einfach alles. Und dann nimm einen tiefen Atemzug und mit dem nächsten Ausatmen öffne langsam wieder deine Augen. Und komm wieder hier zurück in den Raum und denk nochmal an deine Situation, an die Herausforderung. Und dann komm nochmal zu der Skala zurück, die du am Anfang
festgelegt hast und prüfe jetzt nochmal, wie stark dich das im Moment belastet. Und dann wiederhol das auch gerne so oft, wie du magst, wenn du ja, die Situation energetisch bearbeiten möchtest. Und schau, was sich verändert, ja, im Innen und im Außen. Ja, da wird sich einiges tun. Wenn du etwas veränderst, verändert sich alles um dich herum. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß in der neuen Woche. Freue mich, wenn wir uns im Energiekreis sehen und fühl dich gedrückt, umarmt und bis ganz bald. Ciao!